Guten Morgen allerseits. Ich bin dieser Einladung, hier zu sprechen, gerne gefolgt. Immerhin als Bundestagsmitglied ist man die ganze Zeit schon oder seit längerer Zeit mit diesem Thema befasst. Das ist das eine. Aber ich bin eben auch im Gesundheitsausschuss und von daher habe ich noch in besonderer Weise damit auch zu tun. Ich persönlich, ich bin 60 Jahre alt und ich finde es eigentlich richtig schlimm, dass ich, nachdem ich in Ihrem überwiegenden Alter mit den gleichen Fragen schon konfrontiert war, heute, 30 Jahre später, genau das Gleiche wieder diskutieren muss, nämlich, dass es nicht selbstverständlich ist, Hilfe zu erhalten, wenn man in einer Notlage sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheiden muss. In der Regel gehe ich davon aus, dass die Frauen in einer sehr deutlichen Notlage sind und es eine wirkliche Muss-Entscheidung für sie selber subjektiv ist und dass sie dann auch die Hilfe haben müssen, die sie brauchen. Das ist etwas, was ich als Menschenrecht sehe, was wir als Menschenrecht sehen. Und ich finde es wirklich ausgesprochen schlimm, dass wir heute wieder in einer Situation stecken, wo wir das überhaupt noch diskutieren müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, der Bundestag, die ganze Bundesgesellschaft hat ja um den Schwangerschaftsabbruchskompromiss sehr lange gerungen. 1976 ist die heute geltende Regelung in das Strafgesetzbuch gekommen, wo man gesagt hat, der Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich strafbar, aber er bleibt straffrei unter bestimmten Bedingungen, nämlich bis zur 12. Woche und wenn eine Beratung in Anspruch genommen worden ist. Das hat dazu geführt, dass es eigentlich so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens gab. Okay, es gibt den Schwangerschaftskonflikt, es gibt die Notlage der Frauen und wir sorgen dafür, dass wir da dann auch die passende Hilfe haben. Der 219a wiederum ist ein Gesetz, das ist schon ganz lange, diese Regelung ist schon sehr lange im Strafgesetzbuch, nämlich seit 1933, das muss man erst mal wissen, und hat eigentlich mit diesem gefundenen Konsens beim 218 überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine alte Restante sozusagen aus der Nazizeit, das muss man wissen. Und gleichzeitig muss man wissen, dass es jedem Arzt, so jeder Ärztin sowieso untersagt ist, Werbung für medizinische Leistungen zu machen. Das ist im Berufsrecht völlig klar verankert. Das gilt auch für jede Ärztin, für jeden Arzt. Deshalb brauchen wir in keinerlei Weise irgendeine Regelung zusätzlich noch dazu im Strafgesetzbuch, die sagt, wenn ich über Schwangerschaftsabbruch informieren will, ist das strafbar. Das ist völlig absurd und das gibt es in keinem anderen medizinischen Bereich, den wir sonst kennen. Auch deshalb ist es so wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Regelung weg muss. Und zusätzlich, wir würden ja wahrscheinlich gar nicht so viel darüber diskutieren müssen, wenn nicht Rechte von ganz rechts diese Regelung genutzt hätten, um ganz gezielt Ärztinnen und Ärzte, die den Schwangerschaftsabbruch vornehmen und darüber informieren, ganz gezielt dann anzuklagen und sie mit Anzeigen zu überziehen. Das ist ja eine richtige politische Kampagne, die da läuft. Und gerade deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dagegen anzugehen, dass wir diesen 219a haben, weil der sozusagen eine Möglichkeit schafft, genau diese miese Kampagnen zu fahren. Und gleichzeitig stehen wir derzeit ja in einer relativ schwierigen Situation, weil wir erleben, dass viele der Ärztinnen und Ärzte, die den Schwangerschaftsabbruch vornehmen in ihren Praxen, heute entweder dabei sind, in Rente zu gehen, schon in Rente gegangen sind oder das aber kurz bevorsteht. Das heißt, die Möglichkeiten, überhaupt vor Ort einen Schwangerschaftsabbruch qualifiziert wahrnehmen zu können oder vornehmen lassen zu können, werden immer enger. Das droht ja ganz gezielt hier in Münster ja auch die Situation nochmal zu erschweren. Und in einer solchen Situation ist es natürlich völlig katastrophal, dass diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die überlegen, diese Hilfeleistung anzubieten, damit rechnen müssen, dass sie, wenn sie darüber informieren wollen, dann auch noch gesetzlich verfolgt werden. Das kann einfach nicht angehen. Das ist auch keine faire Arbeitsbedingung oder eine Rahmenbedingung, unter der wir es schaffen, dass wir möglichst viele Ärztinnen und Ärzte
Ärzte davon überzeugen, diese Hilfeleistung auch anzubieten. Und auch deshalb finde ich es so schlimm, dass der 219er noch immer im Gesetz steht. Und jetzt derzeit haben wir die Situation, dass im Bundestag drei Anträge gemeinsam vorliegen, den 219 zu streichen, von der FDP, von den Linken und von uns Grünen. Die SPD hatte eigentlich angekündigt, dass sie mit uns stimmen wird, jedenfalls Anfang des Jahres war doch diese Situation. Hätten wir damals nur mit der deutlichen Mehrheit, die wir ja dann auch im Bundestag gehabt hätten, das entschieden, dann wäre das Thema endlich vom Tisch. Jetzt ist es so hoch aufgeschaukelt, dass ich im Moment jedenfalls nicht sehe, dass die CDU da auch nur ein Stückchen einlenken will. Und das finde ich insgesamt für diese Situation eine Katastrophe, weil es eben droht, dass wir tatsächlich diesen Strafbarkeitsparagrafen bezogen auf die Information weiterhin haben. Und das, was jetzt als Kompromiss vorgelegt worden ist, das ist gar keiner, weil im Grunde steht alles genauso schon im Gesetz. Das hätte man immer schon auf der Grundlage machen können, was jetzt vereinbart wird. Das ist ein Aberwitz und wird den betroffenen Ärztinnen und Ärzten nicht helfen, wenn sie sich überlegen, ob sie diese Hilfeleistung anbieten. Und es wird vor allen Dingen nicht den Patientinnen und Patienten helfen, die und Patientinnen helfen, die da nach dieser Hilfeleistung suchen und sich vorher informieren wollen. Und gesundheitspolitisch ist das vollkommen absurd, weil wenn wir uns anschauen, überall wird viel davon gesprochen, dass wir aufgeklärte Patientinnen brauchen, dass wir Menschen brauchen, die sich vorher auch Informationen beschaffen können über die Eingriffe, die ihnen bevorstehen, damit man sich darauf einstellen kann, auch schauen kann, passt das eigentlich, zu wem ich da gehe und so weiter. Und dass genau dieses in diesem Fall, der so sensibel ist und so nah an die Person geht, dann nicht möglich sein soll, ist mir vollkommen unverständlich. Und ich hoffe noch immer, dass der gesellschaftliche Druck dazu führt, dass da noch ein Umdenken kommt. Aber es ist nicht so richtig wahrscheinlich, wenn ich derzeit gerade die Gemengelage da beobachte. Ich hoffe aber trotzdem, wir werden weiter dafür kämpfen. Und ich bin sehr froh, dass es diese Veranstaltungen gibt, weil davon brauchten wir eigentlich noch mehr. Wir sehen, dass ganz, ganz viele junge Frauen beispielsweise sich gar nicht vorstellen können, dass die rechtliche Lage überhaupt so ist, wie sie ist, weil sich das heute eigentlich fast keiner mehr vorstellen kann und das auch nicht nachvollziehen kann, wieso wir zu solchen absurden strafrechtlichen Regelungen kommen. In diesem Sinne bin ich sehr froh um dieses Engagement, aber ich glaube, wir werden noch viel mehr Engagement brauchen.